Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Wochenbotschaft. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich freue mich, dass ich hier für dich wirken darf. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, pam, 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 lade ich jetzt mal alle Energien ein auf diesen Tisch. Für dich, für uns, für euch, für jeden, der hier zuschaut. Und freue mich, wenn du mir direkt ein Abo hinterlässt, die Glocke aktivierst. Ich freue mich über jedes Kommentar, auch über jede Nachricht, die mich privat erreicht. Ich freue mich einfach, einfach weil ich mich freue. Und wir starten rein. Wir haben hier, oder ich habe mich hier für die Tarotkarten und zwar das Gilded Tarot entschieden. Dann gibt es, was ich in den letzten Wochen immer mache, einen Seelenstein der Woche, weil ich einfach ja ein Fan von Seelenkristallen bin. Und wir sind im Jahr des Drachen. Es gibt auch wieder einen Drachen, der dich hier diese Woche unterstützt. Und damit fange ich auch an. Und ich bitte um einen Drachen inklusive Drachenreiter für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal. Es wird pink. Ich liebe pink. Was eine crazy Karte. Es ist Kuan Yin. Das ist diese Dame mit ihrer Drachenprinzessin Suzuri, Karte Nummer 2, die Dualität. Die Zeit höchster göttlicher Liebe ist nun gekommen. Sei offen und sanft in allen Situationen deines Lebens. Das gibt uns schon mal einen kleinen Hinweis, dass diese beiden dich hier begleiten. Herzöffnung, wieder in diese göttliche Frequenz zu kommen, in diese göttliche bedingungslose Liebe, wo alles gleichgültig ist. Das heißt, alles hat seinen gleichen Wert. Auf Augenhöhe darfst du tatsächlich dein Herz mal betrachten, dich selbst betrachten, raus aus Verletzungen, raus aus dem Schmerz, einfach in diese Neutralität. Hey, ich bin bereit, mein Herz zu öffnen, Liebe zu empfangen. Ich bin sanftmütig. Ich bin so voller Mut, sanft zu sein und bin wirklich bereit, ja, diese Liebe in jede Situation fließen zu lassen. Wow. Wundervoll. Den Seelenstein gibt es zum Schluss, denn ich möchte erst mal schauen, welche Tendenz haben wir für diese Woche. Ich werde auf die Tage legen. Das kann ein Tagesmatch für dich sein, muss es aber nicht. Du kannst auch während der Woche immer mal wieder rein switchen. Du kannst dir das Video runterladen, um einfach noch mal ja zwischendurch das dir noch mal anzuschauen, auch wenn du im Flieger sitzt beispielsweise, wenn du im Urlaub bist oder. Schau es dir einfach an. Folge der Stimme deines Herzens, deiner Seele, die dich auch zu diesem Video geführt hat. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, zack, 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 geht es los. Ich bitte um die Energien für Montag. Womit starten wir die Woche? Was ist wichtig für meine Soulmates, die jetzt dieses Video sehen? Monday. Dann geht es zum Dienstag. Jawohl, da haben wir schon den Hierophanten. Einer meiner Lieblingskarten in Kombi mit den sieben Stäben. Dann geht es weiter zum magischen Mittwoch. Und am magischen Mittwoch gibt es immer mein Wochenupdate. Da schaue ich immer noch mal rein, was ist wichtig, was will gesehen werden. Der magische Mittwoch. Donnerstag. Was kommt? Der Donner oder die Sonne? Die Ruhe nach dem Knall. Wir gucken mal. Was sind die Energien für den Donnerstag? Ja, schaut mal, da ist der Tod und die neun Schwerter. Das ist die Ruhe nach dem Knall tatsächlich. Freitag. Freitagsenergien. Wow, die hohe Priesterin. Samstag. Was ist am Samstag wichtig? Noch eine große Arcana-Karte, die Gerechtigkeit. Wuppala. Und auch hier die Dualität, Yin und Yang. Und der Wochenabschluss kommt hier noch eine Karte für den sonnigen Sonntag. Ich hab's mir schon gedacht. Da wartet doch noch was mit den drei Schwertern.
die dir hier vielleicht schon Kopfzerbrechen machen. Unterliegende Energie, 6 Stäbe, das ist grandios. Warum ist das grandios? Das ist die Energie, die mitschwingt, an die du dich immer wieder erinnern darfst. Das ist die Energie von Erfolg, dein Siegeszug. Dir bewusst zu machen, dass es Menschen gibt, die dich motivieren, extrinsische Motivation nennt man das. Alles, was von außen kommt, dich inspiriert und motiviert. Was dir Antrieb gibt, und das ist diese Woche hier wirklich, schwingt es extrem mit. Wenn du die Augen danach aufhältst, wirst du erkennen, dass es Menschen gibt, die sich, ja, dir anhängen möchten. Die sagen, wow, die dich feiern für deinen Weg, für deine Größe, für dein Mindset, für dein Sein, für deinen Mut, der Herzöffnung, für deinen Mut, der Gleichgültigkeit. Und das heißt nicht, mir ist alles egal, sondern nimm das Wort auseinander. Alles hat seine gleiche Gültigkeit. Das heißt, du gehst aus der Bewertungszone raus, du machst den Unterschied und dafür darfst du dich feiern und bejubeln lassen. Setz dich auf dein Pferd, genieße diesen Ritt durch meinetwegen deine Straße, durch da, wo du bist. Lass dich feiern. Tatsächlich auch von Neidern, die es einfach noch einen Moment brauchen, bis sie auf dem Weg der bedingungslosen Liebe gefunden haben. Aber du kannst sie inspirieren, ohne dass du sie tatsächlich groß an die Hand nimmst. Dein Sein reicht. Und sie feiern dich. Sie beneiden dich ja für etwas, für deinen Mut. Neider sind schon coole Typen. Auch wenn sie sich das nicht immer cool zeigen. Halleluja! Wie starten wir in die Woche? Hochmotiviert, würde ich sagen. Da gibt es so ein ganz lustiges Video auf YouTube. Wir starten hochmotiviert in die Woche. Das tun wir hier mit den 10 Kelchen. Hochmotiviert, hochverbunden, tief verbunden. In einer Einheit der Emotionen, in der Glückseligkeit. Hier, wir reiten wieder auf dem Regenbogen, der sich über dir, über deiner Familie, deinen Freunden, in deinem Soulmate Circle einfach überstülpt. Das heißt, du bist sicher. Du bist geschützt mit dem Höchsten, was für dich gerade bestimmt ist. Ja, alle Kelche sind für dich da, 10 Kelche, mehr geht einfach nicht. Das ist tiefe Verbundenheit für den einen oder anderen, gerade weil wir hier den Hierophanten haben. Tatsächlich die Einladung auf eine tiefe Verbindung. Auch mit Freunden. Ich rede da nicht immer nur auf Liebesebene, klassisch in einer Partnerschaft. Liebe kann überall hinfließen. Und das kann aber für den einen oder anderen hier wirklich ein Antrag sein. Oder du bist richtig angekommen in deiner Beziehung, in deiner Verbindung. Finde ich immer schöner, wenn wir uns binden, anstatt zu ziehen. Ne, Beziehung. Es ist die Wunscherfüllung auf emotionaler Ebene. Vielleicht auch wirklich, dass du einfach merkst, wow, ich komme in meinen Fluss, ich komme wieder in mein Herz, ich fühle mich wieder, ich spüre die Dinge wieder, ich fühle, gehe vielleicht auch in die Hellfühligkeit rein. Wir haben die Hohepriesterin hier. Irgendwas ist anders, irgendwas erfüllt dich hier. Bekommen wir eine ergänzende Info auf die 10 Kelche. Oder habe ich alles gesagt? Ist es wirklich so? Ist es wahrhaftig so, dass ich alles gesagt habe? Das scheint so zu sein. Dem ist dann nichts mehr hinzuzufügen und wir können direkt in den Dienstag switchen. 6 Stäbe. Wir haben hier übrigens die Energie des Elements von Wasser. Mit den Stäben kommt das Feuer hinzu und der Hierophant sagt dir, oui. Das kann ein Coach sein, der dich hier unterstützt, eine Person, die als Mentor hier gerade für dich vorangeht und dir zeigt, hey, wehre dich nicht länger. Ja, steh für dich auf, aber sieh nicht in allem eine Gefahr. Kämpfe und steh auf in den richtigen Situationen, aber aus dem Herzen. Von hinten wirst du geführt, da scheint dir nämlich quasi die Sonne in den Rücken und stützt und stärkt dich. Und das kann dieses göttliche, geführte, geistige, wie immer du das nennen möchtest, diese Quellenergie sein. Vielleicht jetzt auch die Energie zu sagen, ich bin ein Energiearbeiter, ich gehe los, ich bin Lichtarbeiter. Jemand, der dich hier motiviert, weiterzugehen, auch wenn die Menschen vielleicht dich dafür manchmal ein bisschen kritisieren. Es gibt so viele Menschen, die dich feiern. Sieh es nicht als Angriff, bleib hier in dem Wissen, hey, sie bejubeln dich. Auch wenn sie es dir nicht alle zeigen. Die 7 Stäbe, habe ich 6 gesagt, ich meinte die 7 Stäbe,
Das kann auch etwas sein, was jetzt so spontan in dein Leben kommt, wo du sagst, huh, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Achtung, ich traue dem Braten nicht. Ich muss irgendwie in Lauerstellung sein. Versuche aus der Lauerstellung rauszugehen und in das tiefe Urvertrauen zu kommen, wofür der Hierophant meiner Meinung nach ebenfalls steht. Das ist Urvertrauen, dass du dich auch mal leiten lassen darfst von deiner Intuition, von Menschen um dich herum, die dir gut tun. Geh ins Vertrauen, dass das Leben für dich ist und es auch Menschen gibt, die für dich sind. Das macht's leichter, ihr Lieben. Wenn wir nicht immer diesen Pessimistenblick haben, der Worst Case ist immer wichtig, wenn wir uns den anschauen, aber geh doch einfach mal vom Best Case aus, das heißt vom besten Falle, der sich entwickeln kann für dich, weil du hast das Beste einfach verdient. Das Allerbeste hast du verdient. Sei dir gewiss, das tust du, wenn irgendwie eine Herausforderung ist, das ist auch wichtig. Wir wollen ja alle auch nicht naiv durchs Leben laufen, nicht immer. Und wenn du hier diesen Sieg hast, du bist geschützt, ja, lass dir den nicht nehmen. Es gibt sicherlich hier auch, das ist ja immer so eine kleine Warnung, die sieben Stäbe, dass es vielleicht hier jemanden gibt, der dir so ein bisschen den Erfolg nehmen möchte, weil er vielleicht krass eifersüchtig ist. Und da sind die Neider, die ich eben schon hier gesehen habe. Alles okay. Du bist eine Kämpfernatur und du stehst für dich ein und auf. Das heißt, du bekommst die Power von hinten. Drück dich quasi, deine Geistführer drücken dich. Vielleicht auch hier, der Drache, auf dem du jetzt reitest. Dann haben wir Kuan Yin. Ich habe hier von Yin und Yang gesprochen. Das heißt, du verkörperst Männlichkeit, Weiblichkeit. Diese Dualität erkennst du jetzt einfach und du weißt, wer du bist. Und du setzt dich erfolgreich durch. Und da wird dir jemand an die Hand geschickt und vielleicht ist das auch diese Kartenbotschaft, die dich motiviert, weiterzumachen. Ja, auch wenn etwas völlig unerwartet kommt, sei nicht enttäuscht. Sei dankbar für das Ende einer Täuschung. Lasst uns mal gucken. Auf die sieben Stäbe möchte ich hier, ja, guckt mal. Das kann eine Nachricht sein, die dich erreicht oder aber auch eine oberflächliche Kommunikation. Es kann aber auch sein, dass es jetzt wichtig ist, hier für die Liebe aufzustehen, ja? Dass jemand neidisch ist auf deine Beziehung, Verbindung, die du gerade führst und dich das so ein bisschen aus den Wurzeln reißt. Du kommst ins Zögern, du kommst ins Nachdenken, aber hey, bleib dir und deinen Werten hier treu. Wenn hier etwas ist, wo du vielleicht auch ein bisschen enttäuscht bist von deinem Partner, vielleicht aber auch von dir, kommuniziere es aus dem Herzen und begegne auch Neidern aus dieser Energie der bedingungslosen, gleichgültigen Liebe. Auf den Hierophanten möchte hier auch noch etwas Ergänzendes kommen. Mensch, habe ich heute hier schon? Ja. Das kann für viele hier wirklich eine Ehe sein oder eine Verbindung, die jetzt fix wird. Das ist hier tatsächlich, ja, das sind deine Werte, bleib dir treu. Der Hierophant, große Arcana-Karte, das ist für mich immer die geistige Welt. Alles soll so sein, bleib deinem Herzen treu, folge dem Weg deines Herzens. Und vielleicht ein Antrag. Wenn das hier mal so ist, schreibt es doch bitte in die Kommentare, dass wäre so schön, wenn ihr mich da auf dem Laufenden haltet. Okay, fünf Kelche. Die fünf Kelche. Flop. Da haben wir den Stern. So, die fünf Kelche, du siehst, ja, irgendwo drückt es dich vielleicht noch so ein bisschen emotional runter. Das heißt, vielleicht wird dich kurzzeitig hier jemand dann doch nochmal von deinem Siegespferd runterzockeln auf den Boden der Tatsachen, ne? Welche Tat steckt dahinter, hinter welcher Sache, und irgendwie kommst du ins Grübeln. Aber hey, ebenfalls eine Schutzkarte der Stern, komm wieder auf dein Pferd, ha, witzig, und reise davon, komm in die Aktion, schau dir deine Zweifel an, geh in die Kommunikation, schließe das Kapitel des Bedauerns, des Traurigseins, obwohl Trauer dazugehört. Aber irgendwo mit den fünf Kelchen darfst du dir sagen, hey, ich lasse mich doch nicht mehr von anderen beeinflussen, nur weil sie vielleicht neidisch sind. Ich bleibe bei mir. Die fünf Kelche, dich beschäftigt hier irgendwas. Vielleicht beschäftigt dich auch die Spiritualität. Vielleicht bist du
jetzt nochmal kommst in deine Klarheit. Was ist eigentlich diese tiefe Enttäuschung? Was durftest du erfahren? Musstest du manchmal auch erfahren? Was hat sich anders entwickelt? Ich nehme hier auf jeden Fall diese tiefe Traurigkeit in dir wahr. Aber in dieser Emotion verharrst du, also diese Chance besteht, dass du da drin verharrst, anstatt dich wieder auf das Positive zu fokussieren, aufzustehen, für dich einzustehen. Und wenn du dich fragst, warum ist mir das passiert, switch die Energie und gib dir die Antwort, indem du genau mit diesem Wort startest. Es war um. Und dann kommst du in die Klarheit. Dann kommst du wieder in die Anbindung. Dann erkennst du, dass du dich nicht länger lähmen lässt von Trauer, sondern dass du sie annimmst und anerkennst, weil hätten wir die Trauer nicht, könnten wir Freude nicht fühlen. Wir brauchen diese Dualität einfach. Dafür kannst du dankbar sein, auch wenn die Situationen manchmal ziemlich anstrengend sind, herausfordernd sind. Du wirst wachsen und du wirst sehen, wenn du das Wort, vielleicht hast du auch einen Fehler entdeckt, dreh das Wort um und dann hast du Helfer. Und das dient dir. Jeder Fehler hilft dir, Dinge zu erkennen, hier in die Klarheit zu kommen. Du machst eine neue Erfahrung. Und jetzt heißt es, wo dein Fokus hingeht, da fließt deine Energie hin. Und wir haben hier die Hohepriesterin. Das ist so wichtig, jetzt zu gucken, wohin darf deine Energie jetzt fließen. Wenn du den Willen und den Mut hast und das auch aufbringst, das Vergangene vergangen zu sein zu lassen, kommst du in dein Selbstvertrauen, was hier wichtig ist, dann kommunizierst du ganz anders. Dann bist du wieder fokussiert auf das hier, was mitschwingt, auf wow, ich bin so stolz auf mich. Dann kannst du diese Emotion von Stolz, und das ist eine super Emotion, eine super Ressource, mal voll durch dich durchfließen lassen, flute dich damit. Hier ist es wichtig, mach dich nicht länger klein, sondern steh auf. Lass dich führen, bitte um Hilfe. Deine Geistführer greifen ein, wenn du aktiv darum bittest. Es kann sein, dass hier jemand aus der Vergangenheit zurück in dein Leben kommt oder dass du hier nochmal traurig bist über etwas Vergangenes. Und das trübt so ein bisschen. Vielleicht vermisst du gerade einen lieben Menschen, der hier ein funkelnder Stern ist. Das ist okay. Schick ihm Liebe, schick ihm Dankbarkeit für all die schönen Zeiten, die ihr hier auf der Erde hattet. Passt jetzt auch tatsächlich, kommt mir gerade nur als Bild und hier haben wir den Tod mit den neuen Schwertern, diese schlaflosen Nächte. Vielleicht aber auch eine gewisse Angst vor Transformation und Loslassen von dem, was war. Hier möchte auf jeden Fall etwas Neues in dir beginnen. Diese Phase dieser Einsamkeit, diese Phase des ständigen Gedankenkarussells möchte aufhören. Bekomme ich eine Info auf den Tod? Die große Arkane-Karte auf den Tod? Okay, ja, komm in die Bewegung. Der Tod ist immer die Einladung, etwas Altes zu beenden. Und hier, es geht in deinen Erfolg. Du wirst wieder zum Leben erwachen. Neun Schwerter, was beschäftigt dich denn so krass, dass du schlecht schlafen kannst? Kannst du schlecht schlafen? Schreib es in die Kommentare. Eine Entscheidung, vor der du stehst. Vor welcher Entscheidung? Selbstwert, Einladung, Vorstellungsgespräch. Kann was mit Zuhause zu tun haben? Vielleicht sogar hier eine Verbindung, eine Beziehung, wo du am Überlegen bist, ist es wirklich das, was mich aufblühen lässt? Kann ich ich sein in dieser Verbindung? Kann ich wirklich ankommen? Oder habe ich hier einen Kreislauf, den ich beenden möchte? Fühle ich mich sicher? Was will ich wirklich? Was sind meine Werte? Was darf jetzt gehen aus meiner Vergangenheit? Welches Muster erzähle ich mir immer wieder? Schauen wir auf den Freitag mit der Hohen Priesterin. Da kommt nämlich auch dieses tiefe Abtauchen. Da kommt wieder dieses Ich bin frei. Ich lasse mich führen. Die Hohe Priesterin hat tiefes Wissen in sich und das hast du auch. Die seelische Verletzung oder ziemlich schnell kommt hier die Klarheit rein. Ziemlich schnell gehst du jetzt in die Aktion, aber aus dem Herzen. Denn das tut die Hohe Priesterin. Für die ist immer rosarote Welt. Die ist zurückhaltend, die hat zwei Ohren zum Zuhören, einen Mund zum Sprechen und da kommt Liebe raus. Und vielleicht erntest du jetzt
Wenn du schon so krass mit dem Herzen unterwegs bist in der Gleichgültigkeit, fährst du die Ernte ein. Und da sind wir beim Samstag mit der Gerechtigkeit. Große Arkane-Karte, Arkana Nummer 21, kurz vor der Welt. Ne? Die Arkanen gibt es immer 22 Karten und die Justice, die Gerechtigkeit, ist die Karte Nummer, ich erzähle Käse, 11. X und 1, das ist wohl 11 und nicht, ich habe ein doppeltes X gesehen. Hier geht es darum, es kommt nach dem Rat des Schicksals, das ist nämlich die 10. Es ist irgendwas ins Rollen gekommen. Irgendetwas ist ins Rollen gekommen. Das Schicksal rollt, der hohe Plan, hier auch die Hohepriesterin. Es gab vielleicht Zufälle, vielleicht gibt es immer noch krasse Zufälle, wo du sagst, kann doch nicht sein. Und doch, es kann so sein. Die Gerechtigkeit sagt, glaub an dich. Du hast es verdient. Das ist einfach das Gesetz von Saat und Ernte. Die höhere Macht, die jetzt für dich kommt. Ein Gerichtsbeschluss, vielleicht der sich hier schon ankündigt. Behördengänge und, die aber geführt sind, wo es am Ende wirklich auch Gewinner gibt. Und zwar beide Parteien, die hier gewinnen. Alles, das Leben ist für dich. Vielleicht hast du es hier mit einer Waage auch zu tun. Eine Waage, lass uns mal klären, auf die Gerechtigkeit. Oder es ist eine Einladung, jetzt die Balance zu halten, wieder gut auf dich zu achten, auf dein Herz, auf deine Freude. Vielleicht bist du eine Waage und vielleicht ist diese Wochenbotschaft für dich sehr wichtig. Deine Gesundheit, auch wichtig. Kümmer dich gut um deine Gesundheit. Geh raus, geh in die Sonne, wenn die Sonne scheint, tank Vitamin D, ansonsten führst dir so nochmal zu. Langfristig wird sich diese Woche für dich positiv auswirken. Auch ein Gerichtsbeschluss oder der zögert sich noch ein bisschen raus. Aber am Ende wird es positiv für dich werden, auch wenn du es gerade vielleicht noch nicht so richtig sehen kannst. Dann haben wir hier die Königinnen-Energie am sonnigen Sonntag. Königin der Stäbe trifft drei Schwerter. Die drei Schwerter, Herzschmerz im ersten Moment, ne? Da wird das Herz durchbohrt. Aber diese Schmerzen können dem Herz die Lebendigkeit nicht nehmen. Das heißt, du wirst auch irgendetwas gehabt haben, was dir im Herzen wehgetan hat. Vielleicht hat dir jemand wehgetan, was dein Aussehen angeht, dir das Feuer genommen hat. Oberflächlich, denn dein Herz schlägt jeden Tag, jede Sekunde für dich. Jede Sekunde sagt dein Herz dir, du bist so wundervoll, ich schlage für dich und liebe dich so sehr, dass ich, ohne dass du mich einlädst, bedingungslos für dich schlage, damit du lebst. Das ist aber auch die Einladung an dich, Brainstorming, das heißt hier wirklich in die Klarheit kommen, entscheide dich, damit dein Herz heilt, deine Wunden heilen. Ne, das haben wir hier ja auch. Steh bitte wieder auf, bitte um Hilfe. Hol dir Hilfe. Das kann wirklich dann die geistige Welt sein, aber ich empfehle auch immer Hilfe in Form von einem Wegbegleiter. Da sind die Routen, das ist so ein bisschen Karma. Vielleicht warst du in meinem früheren Leben auch eine gute Hexe, eine Naturfee, so eine Kräuterfee. Hast den Menschen geholfen und bist auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und jetzt wird dir das in diesem Leben vielleicht nochmal gespiegelt. Auf dem Scheiterhaufen war es ja meistens so, dass du denjenigen, den du geholfen hast, die haben ja quasi noch mitgeholfen, da das Feuer anzuzünden, und das ist Hochverrat. Aber sie wussten es nicht anders. In diesem Leben kommen dir vielleicht dann nochmal so die ein oder andere Pappnase, um dieses karmische Verhältnis aufzulösen für dich. Und die fallen dir gefühlt in den Rücken. Oder sie sind neidisch. Aber sie bewundern dich, aber trauen sich nicht, dir zu sagen. Und hier lasse diese Wunden, für mich fühlt sich das wirklich an, du heilst hier in dieser Woche Wunden aus einem vergangenen Leben, damit du wieder dein Lebensfeuer hier anzündest, losgehst, brennst. Das ist die Heilung, die Schlange, und dann geht's in den Neuanfang. Ja, hier beginnt etwas. Mit dem, wo du dich entscheidest, dass du bereit bist zu heilen, kann etwas Großartiges hier entstehen. Vielleicht ist es auch ein Mutterthema. Vielleicht hat deine Mama dir wehgetan. Oder du bist verletzt, weil du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug für deine Kinder. Was haben wir denn hier? Da ist ein bisschen Kummer drauf. Da bist du. Ja, tatsächlich. Guck mal, wie passend. Wird nicht auf jeden zutreffen, aber vielleicht auf dich.
Erlaube dir deine Heilung und erlaube dir deine Größe. Erkenne diese Fülle und dass du genau richtig bist, wie du bist. Und du hast immer zu jedem Zeitpunkt 100% gegeben. Und die 100% von gestern sind nicht die 100% von heute und auch nicht die 100% von morgen. Aber es waren immer 100%, weil du aus dem Herzen lebst. Deswegen sei sanft zu dir. Welcher Seelenstein unterstützt das Seelenkollektiv auf meinem Kanal in dieser Woche? Was kommt, um zu helfen, um zu integrieren, um loszulassen? Ja, da haben wir wohl einiges. Okay, gut, dich nehmen wir auch noch dazu. Alles klärchen. Wir haben das versteinerte Holz für Erdung unter anderem und spannende Kiste habe ich nämlich tatsächlich hier liegen. Das versteinerte Holz. Vielleicht arbeitest du auch schon damit. Moldavit habe ich ebenfalls hier. Ist eher selten. Herzöffnung, Spiritualität, Klarheit, Feinfühligkeit, Herzchakra, Bernstein, klassischer Stein, wirst du sicherlich kennen. In Orange, auch ein toller Stein für Sakralchakra, passend zur Königin der Stäbe. Dann haben wir Kaktusquarz. Ja, der ist nämlich gewachsen wie ein Kaktus. Und da fällt mir was ein. Werde ich in der nächsten Legung vielleicht mal was zu sagen zu Kaktusquarz. Nicht, aber zum Kaktus an sich. Und wir haben den blauen Achat. Der blaue Achat ermöglicht dir zu sprechen, ermöglicht dir deine Visionen auch aus dem Mund zu leiten, zu dir zu stehen. Wenn du Probleme hast mit dem Hals, kann es dich hier positiv beeinflussen, der blaue Achat. Deine Kommunikation, die hier schon liegt, für dich einstehen, aufstehen, deine Wurzeln. Also wir haben hier tatsächlich von unten nach oben. Es wird eine komplette Chakra-Woche werden, wo du wirklich viele Chakren heilen kannst und es hier komplett fließen lassen kannst. Vielleicht hast du jetzt einen Stein oder eine Farbe. Es muss nicht immer der Stein sein, der hier liegt. Aber vielleicht hast du hier eine Farbe, die dich jetzt schon anspringt, die du gerne tragen würdest, die du gerne in die Hand nehmen möchtest an Steinen. Schau gerne in meinem Online-Shop. Ja, natürlich mache ich dafür Werbung. Wäre ja auch blöd, wenn ich dir die Info nicht gebe. Den Link zu meinem Online-Shop findest du unten, wenn du auf den Punkt mehr klickst unter dem Video. Und vielleicht ist da etwas dabei in der Farbe, in der Art und Weise, wie du es gerne gerade haben möchtest, was du brauchst, was dich unterstützt. Folge dem Ruf deiner Seele, denn die kennt den Weg. Spreche ich auch aus Erfahrung. Ich sage danke fürs Einschalten, ihr Lieben. Und wir sehen uns allerspätestens am magischen Mittwoch hoffentlich wieder. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche und ja, Reiki-Plätze Grad 1, 26. und 27. von 10 bis ca. 14 Uhr online kannst du noch mit dabei sein. Freue ich mich sehr drauf, wenn unsere Reise auf dem Wege beginnt und ich deine Mentorin sein darf. Auf Augenhöhe, gleichgültig und voller bedingungsloser Liebe. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für deine Zeit und danke für dein Sein.